Ich habe es euch jetzt so hingelegt auf die unschöne Seite. Die guckt uns jetzt an. Und ihr müsst dann jetzt hier ab da bis da eure Zentimeter messen. Da werde ich mir auch gleich Maschenmarkierer hinsetzen. Und dann fangen wir bei dem innenliegenden Teil hier oben rum an, gehen dann mittig hier weiter über die ganze Kante, kommen dann da vorne raus und dann geht es hier weiter entlang. Aber hier oben entlang. Ja, okay, dann mache ich das mal. So, nochmal zum besseren Verständnis. Wir müssen erstmal von hier nach darüber Luftmaschenkette häkeln, damit wir den hinteren Teil geschlossen kriegen, aber nicht diese Bindebänder. Darum muss hier von hier bis hier eine Luftmaschenkette rüber. Dann erst geht es da weiter, hier rein, hier hinten rum und immer oben drauf bleiben. Dann ist da die Luftmaschenkette wieder gewesen. Die lassen wir aber außen vor. Oder muss man die mit häkeln? Weil eigentlich, ja, wenn man hier lang geht, Luftmaschenkette bis da, dann hier entlang, da oben rum und dann wieder hier, endet man ja hier, ne? Es sei denn, fängt erstmal hier an und macht dann die Luftmaschenkette am Schluss nach hier. Oh. Weil, ja, genau, weil das andere hier wird nicht mehr mit behäkelt. Genau. Wird's ja hier auch nicht. Richtig. Also machen wir. Wir fangen hier an, wie beim ersten Mal beschrieben, gehen dann einmal hier rum, enden da und machen uns dann die Luftmaschenkette. Jetzt habe ich's. Da mal, let's go. So, auf geht's. Hier eingestochen. Na, wo ist das Bändchen? So. Das kann man dann gleich noch mit einhäkeln. Jetzt geht es erstmal darum, dass hier vernünftig. Ich würde auch sagen, wir behäkeln das ja alles mit festen Maschen. Legen uns das hier sofort hier oben drauf, damit wir es mit einhäkeln können. Genau. Ich steche, wie ihr seht, hier direkt in die Maschen ein, in die Luftmaschenkette. So, das mache ich jetzt die ganze Runde sozusagen, bis ich dann gleich wieder an dem anderen Maschenmarkierer rauskomme. Da meine Luftmaschenkette werden wieder 10 Luftmaschen werden. 10 bis 20 Luftmaschen. Und ja.
Und dann wird weiter lustig in Stäbchen gehäkelt. Aber dann melde ich mich noch mal bei euch. Gut, dann bis gleich. So, ich bin jetzt hier an dem Punkt, wo wir jetzt zum vorderen Teil kommen. Hier darf man dann ruhig noch eine feste Masche dazu häkeln. Hier sowieso in den Übergang. Ja, und dann geht es hier auf den Luftmaschen in die Luftmaschen. Also ich würde euch wirklich raten, stecht in die Luftmaschen, nicht um die Luftmaschenkette drumherum. Und so geht es dann jetzt zum Vorderteil weiter. Dann bis gleich. Korrektur. Das hier wäre dann die Spitze. Ja, da dürfen wir nicht entlang der Kante. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier oben, ja, wie erkläre ich das jetzt hier, quasi dahin kommen, dass wir dann zum unteren Teil hier wieder laufen, ja, am unteren Rand, da wo die ganzen Stäbchen halt sind. Ich hoffe, das klappt jetzt so, was ich hier vorhabe. Ja, doch, das scheint zu klappen. Jetzt machen wir trotzdem in diese Stäbchen. Machen wir trotzdem unsere ja, alles gut, wie ihr seht. Unsere festen Maschen weiter. Ich habe mich eben schon gewundert. Ich denke, wieso laufe ich hier jetzt auf Luftmaschenkette weiter? Ja, so, und hier ist natürlich ganz einfach einzustechen, ne? Wir müssen ja unterhalb des Oberteils weiterlaufen. Okay, dann bis gleich, wenn wir hier ganz entlang sind. Und dann müssen wir natürlich aufpassen, dass ihr dann hier unten weiterlauft, auf der Kante, dann aber wirklich auch in die Luftmaschen, ja, in die Luftmaschen der Luftmaschenkette einstechen. Ich weiß gar nicht, verdreht man das dann jetzt hier? Nee, eigentlich nicht. Nee, es ist alles richtig. Ihr könnt so bleiben. Ihr lauft jetzt hier weiter auf der Kante, hier weiter, hier weiter, hier weiter. Und dann ist da euer Stoppschild sozusagen. Denn da müssen wir dann schauen, dass wir das über Kreuz legen. Und dann, na, wo ist denn jetzt das Ding hier? Dass wir das dann wieder über Kreuz legen. Und dann halt eben die Luftmaschenkette darüber häkeln. Ja, ich melde mich dann wieder bei euch. Keine Panik. Ich bin jetzt mittig der Naht. Ja. Da zeige ich euch dann mal eben, wie das funktioniert. Hier haben wir Luftmaschenkette. Also stechen wir in die Luftmaschenkette ein.
Jetzt könnt ihr euch die Naht natürlich so hinlegen und dann hier direkt in die Naht einstechen oder unterhalb der Naht. Ihr dürft nur keine Löcher bekommen. Und dann hier direkt weiter nach der Naht. Also ich habe jetzt direkt unmittelbar unter der Naht eingestochen. Und dann geht es weiter auf die zweite Hälfte der Vorderseite, Rückseite mehr. Bis gleich. So, hier bin ich an der Stelle und da bin ich an der Stelle und jetzt geht es darum, dass wir das hier miteinander mit Luftmaschen verbinden. Ihr müsst allerdings noch aufpassen, dass ihr hier nichts verdreht habt. Ja, das muss alles gerade derzeit nach unten, weil ich da ein wenig falsch angefangen bin. So, das ist auch alles gerade. Wunderbar. So. Ungefähr muss jetzt hier, ich muss mal gucken, wo wir hier sind, muss das jetzt über Kreuz liegen, beide sind unten, das ist in Ordnung, ja, dass man dann damit ungefähr jetzt so, also 20, 10 bis 20 Luftmaschen macht. Also, wenn man das jetzt so machen würde, wäre es ein bisschen falsch. Also, ich mache definitiv, glaube ich, lieber, ja, ich nehme die goldene Mitte, 15 Luftmaschen. Das müsste dann mit dem Bogen, wir hatten es ja ursprünglich, na, das Kreuz, so ungefähr liegen. Ne? Und das sind dann von hier bis da ungefähr, ja, 15, 10 bis 20 Maschen. Wie gesagt, ich mache da lieber, ja, wahrscheinlich mache ich 15 Maschen, 15 Luftmaschen und werde das dann, ja, obwohl ich bin hier noch nicht am Ende, ne, also von daher, kann ich, ja, etwas mehr, ein oder zwei Luftmaschen mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ups, neun, zehn, elf, zwölf und locker häkeln. Dreizehn, vierzehn, 15, 16, 17. So, jetzt hole ich mir das andere Ende wieder. Leg mir das nochmal richtig hin, so wie es sein muss. Und steche jetzt hier ungefähr da eine Luftmasche ein, beziehungsweise nicht in die Luftmasche, ja, in die feste Masche. So. Mache da eine Kettmasche rein. Und schon haben wir das verbunden und können jetzt nur noch in Runden weiter häkeln. Ich mache jetzt aber hier, werde ich jetzt mit Stäbchen weiter häkeln, nicht mit festen Maschen.
Ach so, ja, alles klar. Ich denke gerade schon, hä? Was ist hier komisch, aber ist okay. Kein Thema. So, und dann sehen wir uns wieder, wenn wir hier an diesem Punkt, da, an diesem Punkt sind und dann in die Luftmaschenstäbchen reinhäkeln. Bis dann. So, ich zeige euch jetzt mal eben schnell, wie das hier mit der Luftmaschenkette dann geht, weil ich gerade einen wichtigen Anruf reinbekommen habe, der keinen Aufschub mehr duldet. Wenn ihr also hier komplett, ja, Nahtinnenseite rum seid, kommt ihr ja hier Übergang, alle Mann die Stäbchen da reinhäkeln in die festen Maschen und dann kommt ihr ja irgendwann hier an diese Stelle. Und genau das zeige ich euch jetzt. Wie das hier dann funktioniert. Erstmal müsst ihr das alles so hindrehen, dass ihr es nicht verdreht habt. Und dann stecht ihr hier in Luftmaschenkette ein, Stäbchen. Und das mit den ganzen Luftmaschen. Und dann habt ihr somit das Rückenteil, was ihr behäkeln müsst. Und das behäkeln wir dann jetzt, solange ihr es haben möchtet. Als Top, als Hemdchen, also bis Hüftlänge. Das entscheidet ihr dann. Okay. Dann würde ich sagen, gutes Gelingen. Ich melde mich dann wieder. Was ist jetzt hier los? Wenn ich auf meine Wunschlänge bin. So. Ich habe mich jetzt aber hier vertüdelt. Wo sind wir denn jetzt hier? Da sind wir. Gut, alles klar. So. Bis dann zur Fortsetzung.